Eigentlich gibt es jetzt alles, was es geben müsste. Manche Arten nicht allzu häufig, das ist sehr verschieden, je nach der Witterung in diesem Jahr, im Witterungsverlauf des Jahres. Bei entsprechender Kenntnis der Lebensräume der Pilze, die nur ganz bestimmte Lebensräume haben, findet man eigentlich alles, wenn man so will. Ne? Maronen, Steinpilze, Rotkappen, Birkenpilze, Pfifferlinge, die bekannten und beliebten Hollymarsch oder auch Schulmeister. Übrigens ein gefährlicher Pilz, wenn man nicht richtig durchkocht. Eigentlich alles, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Natur geht. Heute sind in Europa über 3000 Pilzarten bekannt. In unseren heimischen Wäldern gibt es hauptsächlich an die 50 verschiedene Grundarten. Und da fängt es bei vielen schon an, nach giftig, ungenießbar und essbar zu unterscheiden. Verwechslungsmöglichkeiten gibt es da viele. Hier haben wir eine Reihe von Pilzen, eine Pilzfamilie, das sind die sogenannten Knollenblätterpilze oder Amanita-Arten. Da gehört auch der sehr gute essbare Perlpilz dazu, natürlich die ganz gefährlichen, die Knollenblätterpilze, obwohl der Perlpilz auch ein Knollenblätterpilz ist, die sind in dieser Familie biologisch gesehen. Und ich habe hier mal ein Beispiel, das ist auch der Pilz, der in Mitteleuropa, weil er hier am häufigsten vorkommt, die meisten Vergiftungen erzeugt. Und wenn man das hier so sieht, könnte man doch denken, das ist der gleiche Pilz. Sie sind leider schon, weil sie gestern gesammelt wurden, etwas lädiert. Aber man sieht hier, außer dass der Stiel hier zufällig etwas länger ist, gleiche Farbe, eine Knolle unten am Stiel, eine kleine Manschette hier. Und der Unbedarfte nimmt diese Pilze und bereitet sich eine Mahlzeit und wundert sich dann nach einer halben Stunde, dass es ihm unwohl geht. Ich möchte hier nicht auf die Vergiftungserscheinungen eingehen. Es gibt auch recht eigenartige Symptome, die dieser Pilz, das ist der gefährliche Panda-Pilz, hervorruft. Und das ist ein essbarer, das ist ein quasi der Doppelgänger. Das ist der graue Wulstling, der schmeckt zwar nicht sonderlich und wir haben leider keinen Perlpilz hier, der zu diesen beiden auch gehören könnte und die für den Laien vollkommen gleich aussehen und sich aber in ganz winzigen Details unterscheiden, die aber, wenn man so will, wenn man über die Pilze essen will, lebenswichtig sind. Das ist die Form der Knolle, die Manschette. Bei diesem gefährlichen Pilz ist sie glatt, während sie bei den essbaren Arten schön gestreift ist, eigentlich wie so ein Plissé-Rückchen, wer das noch kennt. Und eine Verwechslung ist mitunter sehr gefährlich. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe nichts gegen meine sächsischen Kollegen, wir haben sehr gute Mykologen. Der Pilz hat früher zu DDR-Zeiten, als die Menschen an der Ostsee aus Sachsen, aus dem Erzgebirgischen an die Ostsee gekarrt wurden zum FDGB-Urlaub, haben die angeblich diese Perlpilze gesammelt. Und da die in Sachsen relativ wenig vorkamen, haben sie die dort oben, weil es da oben nur den Panda-Pilz gibt, mit dem Panda-Pilz verwechselt. Und im Volksmund hieß der dann an der Küste Sachsen-Tod. Doch, das stimmt wirklich. Das ist verbrieft. Ist statistisch sogar nachweisbar. Beim Panda-Pilz steckt der Stiel wie in so eine Hauttasche, während der beim grauen Wulstling und beim Perlpilz ein langsamer Übergang stattfindet, aber man sieht das Knollige und dann vor allem die Manschette. Hier bei den essbaren Arten, bei dem grauen Wulstling und vor allem beim Perlpilz ist es gestreift. Diese Manschette, das ist ein Rest einer Hülle, die um den jungen Pilz sich bildet und dann beim Aufreißen hängen bleibt. Die ist gestreift, während sie beim Panda-Pilz glatt ist. Hier die Manschette ist glatt. Diese Manschette, hier ist sie noch etwas besser zu sehen bei dem grauen Wulstling. Hier ist sie gestreift wie ein Plissé-Ruck und hier ist sie vollkommen glatt. Und dann der Experte selbst sieht es eigentlich schon, der sieht ein Laie nicht an der Farbe und an der Hutriefung. Der hier ist gerieft hier, etwas stärker, der kann auch gerieft sein, aber nie so stark. Und dann vor allem der Geruch noch. Und das wird bei Pilzen sehr bekannt, der Geruch. Der hier riecht so noch. Nach alter Kartoffelkiste, nach feuchten Keller, während der hier eigentlich, na gut, der riecht altpilzig, wie man so den, nach Glutamat, wie man den Ausdruck kennt. Aber hier, riechen Sie mal,
Da riecht noch alten Kartoffelkeim oder wie roher Speichel. Ne? Ja, also die alte Kartoffelkiste, der ist essbar. Der ist komischerweise essbar. Manche Leute mögen das, aber ich selbst mag das nicht. Und das ist natürlich leider schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Das ist der gefährlichste Organismus, eigentlich der giftigste, den wir kennen. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Das ist, also ein solcher Pilz würde reichen, einen Menschen gesundheitlich ernsthaft zu schädigen. Das ist der gefährlichste Pilz. Und wenn er etwas entfärbt wird durch Witterung oder manchmal sind sie auch etwas heller, dann kann man sehr leicht mit Bärpilzen verwechseln. Manche Menschen verwechseln den mit dem Champignon. Wenn sie ihn einfach nur abschneiden und beachten nicht, dass er so eine richtige Knolle hat eigentlich und mit so einer richtigen, schön aufholenden Hautstasche, dann bekommt man Probleme. Man kann ihn ja mit Täublingen verwechseln, mit anderen essbaren Arten, mit Champignons verwechseln. Also eine Vergiftung von dem hier ist wirklich lebensbedrohlich. Die Merkmale im Einzelnen zu erläutern, bringt eigentlich nichts. Man muss das durch Erfahrung, also nicht Erfahrung in Form des Essens, denn den isst man nicht allzu häufig. Man bekommt hier eklatante gesundheitliche Probleme bei diesem Pilz. Aber der ist ja ganz leicht zu erkennen. Also eigentlich ach, was glauben Sie denn, was es alles für komische Sachen gibt? Hier beim Fliegenpilz, wenn die... Da ist nur wirklich, also ist kaum verwechselbar, wenn diese Velumreste, diese Hautreste abgewaschen sind, dann halten den die Leute für eine Rotkappe. Die schauen den noch nicht mal unten an, ob der Lamellen hat oder Futter. Ernsthaft. Jedes Jahr, ich mache es jetzt 40 Jahre, das passiert. Ja. Und vor allem bei den Jungen ist es gefährlich. Die jungen Knollenblätterpilze haben alle mehr oder weniger, die sind ganz jung, sind in Eiform, wir haben leider keinen mehr da. Hier doch, hier sieht man es noch fast wie ein Ei und da sehen die sich sehr, sehr ähnlich. Und als Laie sollte man da die Finger davon lassen. Und dann hier bei den ganz jungen Pilzen sogar der Experte zu tun, die so zu erkennen, die muss man dann aufschneiden oder anhand der Knollenform, am Geruch, an der Farbe kann man das dann erkennen. Aber für den Laien ist das so weg, Finger weg und zum Pilzberater. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man einen Fliegenpilz vor sich hat, schneidet man einen Jungen auf. Er ist noch zugedeckt von dieser Hülle. Man erkennt in der Regel das rote kaum. Und wenn man den aber aufschneidet, so sieht man hier eine richtig schöne orangene Linie. Das ist die Haut, die später mal so schön rot leuchtet. Und daran erkennt man sofort, dass es ein Fliegenpilz ist, während der essbare Berlpilz oder der graue Wulstling so eine Linie nicht haben, sondern weil die gleichfarbig ist mit dem Fleisch, aber hier beim Fliegenpilz, beim giftigen, richtig rot ist.